Und ein herzliches Willkommen zurück zu FIFA 13. Heute kommt mir eine Doppelfolge dran, nämlich die beiden Pokalspiele. Ja, ich hoffe, dieses, was ich gerade gemacht habe, dass ihr jetzt nicht irgendwelche Fail-Spieler reintut. Nein. Ich will noch nicht spielen. Ich will jetzt erstmal Kader. Ach nö. Ernsthaft? Nein. Ach nö. Was ist das jetzt für eine Aufstellung hier? Alter. Raus. Raus. Großkreuz ist verletzt, dann super. Natürlich besser als der, der hier. So, mal gucken, was haben wir hier oben noch. Ja, das ist alles in Ordnung soweit. Bänder. Bänder, ja. Was hat der denn? Okay, der bleibt mal erstmal. Na gut. Anderes Spiel ist wohl an einem anderen Tag. Und nun heißt es gegen Stuttgart. Wünscht mir Glück, Leute. Das kann lustig werden. Ich will mir den deutschen Pokal auf jeden Fall holen. Ich den nicht schaffen, dann will ich dann die Champions League. Dann konzentriere ich mich wirklich nur auf die Champions League. Der Schuss war super. Ich hätte alles geben. Seht ihr? Wenn ich von hier alles gebe. Nice, dass ich jetzt ich auch alles geben werde. Ui, da ist ziemlich viel zusammengekracht. Seht ihr, Leute, so einfach geht das. Und ich habe es nie geschafft, außer bei so wichtigen Spielen wie jetzt. Zwei noch. Oh yeah, ich schaff das. Komm schon. Nein. Blöder Weinfeller. Böse. Komm. Und? Ach, du bist am Arsch. Kannst du nicht aus dem Tor rausgehen? Du brauchst die Kraft für das Spiel. Komm, noch einmal jetzt. Jetzt habe ich nur eines. Ich werde es schaffen. Mach. Ja, ich habe es geschafft. Super. Und jetzt noch eine Wand. Komm. Minuten noch. Volltreffer. Und das war schlecht. Nee, das war gut. Aber meine Bestleistung habe ich noch nicht erreicht. In meinem München Profi. Seit Wochen ist das Ja, Stadion das lasse ich jetzt mal ausverkauft. Es laufen. wird über nichts anderes mehr geredet in dieser Das ist ja ein Stadt wichtiges als Spiel. über dieses Halbfinalspiel. Und wenn man so nah dran ist am Puh, jetzt bin ich ein Einzelfinale, bisschen dann muss man auch was riskieren. Ja, aufgeregt. ich glaube einfach, wer seine Chancen besser nutzt, der Ich legt habe heute Angst den zu großen verlieren. Schritt zum Einzug ins Finale. Aber ein schlechter Verlierer bin ich nicht. Alles klar. Gut. Wir sind im Stuttgart. Halbfinale Ja. und die beginnt Zehnter. und ich Momentan in bin der gespannt. Wir Bundesliga. freuen uns alle auf Glaube einen ich. unterhaltsamen
Ja, Reus kommt da super durch. Schießt und Ulreich hält den. Zweite Minute, es wäre auch ein bisschen peinlich, wäre es ein Tor gewesen. Ne? Meine für Stuttgart, für mich nicht, für mich wäre es super gewesen. Ah ja, Fail. Ach, fuck, der wäre fast aus dem Ring gekommen, ne? Noch Zeit schinden hier. Lewandowski. Hm, Bender. Betritt mich da, Alter, und... Und jetzt, Schuss! Boah, super Schuss. War ein guter Schuss, aber auch super gehalten. Oh, Entschuldigung, das wollte ich nicht. Komm jetzt aber, Konter! Hast du, alles gut, Radikowski. Schuss! Und! Reus! Hallo? Elfmeter! Wo wollte ich nur hin, mal? Ich weiß was. Und Lewandowski! Ach. Und Dreher, das funktioniert fast nie, ey. Komm aus? Nee, schade. Ist ja gut, dass ich schon das Stammspiel ein bisschen eingeplant habe. Reus! Ach, schade. Eine hundertprozentige Chance gewesen. Und jetzt die Ecke, vielleicht? Reus! Und? Schade. Und nun Martin Hanek. Damals Schneider. Und nun Christian Genter. War nix. Ach, schade. 27. Minute, immer noch 0-0. Ach, Götze. Aggressives Tackling. Klasse, wie er da das Aufbauspiel des Gegners zerstört. Gut gemacht, Götze. Götze? Mario Götze, ich freue mich schon. Reus. Er kann einfach alles mit dem... Oh, Alter, das war nicht schlecht. Haben wir leider geblockt. Und langsam werde ich müde. Jetzt soll ich ja doch keine Doppelfolge machen. Weiß es noch nicht. Und der kommt genau an. Hinter rein. Och nee, ey. Weil man muss einfach mal drin sein. Und nun Christian Gentner. Lajikowski bewegt den Ball. Achtung, hier bahnt sich vielleicht was an. Ach nee, er war zu lahm, der Pass. Komm schon. Gut gemacht.
Komm. Lewandowski. Was wird er heute bringen, Frank? Und genau so musst du als moderner Stürmer heutzutage agieren. Vorne da sein, wenn es drauf ankommt, aber auch das Aufbauspiel des Gegners unterbinden. Das kann er, das macht er immer wieder gerne. Komm schon, komm schon, komm schon! Block! Boah. Junge, das war vielleicht knapp, Alter. Puh. Oh, Alter. Glück gehabt. Jetzt regnet es auch noch. Ach Mann, der war viel zu weit. Viel zu stark. Sieht gut aus. Auf jeden Fall schafft er es, den Gegner zu stören. Und nun Christian Gettner. Das Spiel ohne Ball klappt. Und? Wie viele Minuten ist das? Ach. 45. 2 Minuten Nachspielzeit. Und nun Christian Gettner. Er versucht den Ball. Lass uns die erste Halbzeit auch friedlich beenden. 0-0. Bender. Oder kommt mir ein Konter? Nein, natürlich nicht. Die Tore sind schade. Im Sack und der wird in der zweiten Halbzeit ausgeschüttet. 0-0. Das ist der Pausenstand. Puh. So, die ersten 45 Minuten sind vorbei. Und jetzt, meine Damen und Herren, die Analyse. Erstmal faul. Ja, das kann ich eigentlich relativ kurz halten. Völlig enge Geschichte bisher und ich gebe keine Prognose ab, wer hier am Ende gewinnt. Klare Linie, klare Entscheidung, es gibt Freistoß. Langsam kann er sich den Ball zurechtlegen. Marco Reus. Ach, Lewandowski. Scheiße. Komm schon. Ich darf das Spiel nicht verlieren. So kurz vom, so kurz wie vom Finale, ey, nee. Vor allem nicht. Jetzt sind die anderen alle vorne. Chance für einen Konter. Das ist es. Und Reus. Ach. Sowas kannst du diesen Torer nicht aus der Reserve. 51. Minute, immer 0-0. Ach, scheiße. Komm, hol dir. Hummels. Ach, und Blazikowski. Ja, danke. Bender. Marco Reus. Was spielt der heute wieder für einen super Fußballer? Wie von einem anderen Stern. Kakao, ich trinke ja Kakao. Bender. Der war jetzt schlecht, ich weiß. Reus. Vorbei, der Konter. Na ja, danke für den Ball. Hätten wir gleich lassen können. Nah am gegnerischen Tor einwerfen. Bis hierhin und nicht. Der war sehr schlecht. Martin Hanek. Bei der nächsten Spielunterbrechung wird das Heimteam wechseln. Schade. Was machen Sie drauf? Hm. Marco Reus. Sehr schöner Pass. Schade. Kakao. Subotic. Oh, so langsam sieht es nach Verlängerung aus. Das wollen wir natürlich nicht hoffen. Ja, da kommt was auf uns zu. Ja, der Pass kommt an. Lewandowski jetzt! Boah, Pfosten. Da sehen wir das nochmal. War Pfosten, ne? Ja, Außenpfosten. Ja, die wechseln nochmal aus. Ja, so langsam sieht nach... Ach nee, ich hasse Verlängerung. Besonders hasse ich am Meterschießen. Nee, nee. Das heißt aber nicht, dass ich verlieren will hier. Und... Oh. Weg damit. Das heißt aber... Boah, komm schon.
könnte es gefährlich werden. Wenn alle Angriffe so kurz sind, dann bringst du davon 90 pro Spiel unter. Komm, Reus. Der Gegner ist schon wieder am Ball. Lewandowski. Ja, ist klar, Alter. Freistoß. Spielt anständig. Was lehrt uns die Ballbesitzstatistik? 70. Minute. Dann war ich nervös. Nein, oh Gott, komm. Ach. Ecke. Ja, das muss Ecke geben für den BVB. Puh. Komm, und jetzt Tor. Holz, komm. Aus der Entfernung schaffst du niemals Tor. Und so wichtig kann ein Torhüter sein. Das wissen wir natürlich längst, aber der liefert eine Riesenleistung. Nein! Davon hat der Verteidiger sofort profitiert. Und Martin nicht mal direkt schießen. Und das macht er richtig gut. Ach Mann. So Bälle kommen doch nicht an. Ganz sicher hat er das gemacht. Und es entwickelt sich eine Möglichkeit. Götze! Reus! Ach, Mann! Ordne mal! Und wieder ist er auf der Post. Er ist wirklich schier unüberwindlich. Es bleibt beim Unentschieden. Und nun Martin Hanek. Pischel. Das ist doch die Möglichkeit. Nein! Wenn es einen Freistoß gegeben hätte, hätte ich gesagt, okay. Schließe ich mich 100%ig an, Manni, also niemals. Wenn du das pfeifst, dann gibst du hier heute 20 gelbe Karten. Wir wollen jetzt das Führungstor, ohne Frage. Und eine Auswechslung soll dabei mithelfen. Hey, da! Bringst du es noch, du wirst. Stark gemacht. Nicht im Weg stehen, du Idiot! Mann, wer war das jetzt? Was Reus, der einfach mal im Weg stand? Wenn das ist jetzt ein Sieg kostet, ey, dann wird er suspendiert. Dann fliegt der aber hoch, kann ich aus der Mannschaft, ja. Nee, ne? Nein, 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 weg! Wir sind so auf ein Scheißegal. Guter Pass. Jetzt ganz schnell machen. Jetzt der Konter. Den haben sie gut eingestellt, den Konter. Aber Berdu. Gut abgefangen hat er da den Ball. So komm. Was denn? Für was? Boah, hab ich gut gemacht, mein Fan. Einfach nur weg damit. Pfeif ab! Pfeif doch ab, du Idiot! Pfeifst du jetzt ab? Ah, da entwickelt sich möglicherweise was. Sicher in der Ballbahn. Und der andere wurde gestoppt. Pfeift der jetzt mal langsam ab, Alter? Na, jetzt pfeift der ab, wo ich die Torchance hab, ne? Ne, im Elfmeterschießen auf keinen Fall, ey. Doch, ich schon in der 90. Minute, aber Herr Idiot hat natürlich abgepfiffen, ne? Lewandowski. So, wir kommen zurück. Ich hab mal wieder jemanden genervt. Ich hoffe, es kommt halt nicht mehr vor. Ich mich konzentrieren muss. Oh, mein Gott. Sollte ich mir mal legen, mal abzuschließen, wenn ich aufnehme. Noch keiner mehr so schnell weiß. Ich sag's ja immer, das Spiel ohne Ball ist immens wichtig. Das sieht gut aus. Er taumelt wie ein Boxer.
Und! Boah, Alter, es ist nicht wahr. Ich krieg einfach kein Tor ein. Mann, geh jetzt einfach mal rein. Komm, hasse. Reus jetzt, komm! Boah, er hält einfach alles. Jeden einzelnen Ball hält der scheiß Torhüter von Stuttgart. Sorry, aber muss ich einfach mal sagen. Götze. Marco Reus. Und der kommt genau an. So, jetzt ist die Stille. Jetzt komm. Mario Götze. Ja, so kann es weitergehen. Ja, und Bender? Yes, ey. Alter, der hält jeden einzelnen Ball, ne? Jeden einzelnen. Aber so einen Billigball, lässt der rein? Also ich will mich ja jetzt nicht beschweren, aber ja, das ist schon peinlich, ne? Also, seht euch das mal an. Da, guck mal. Der prallt vom Pfosten ab. So ein cooler Ball lässt der rein, verdammt. Und Bälle wie einen richtig harten Schuss. Hält der? Also, peinlich. Aber na gut, das haben wir gewonnen. Jetzt werde ich meinen Tor mit meinem Leben verteidigen. Das sage ich euch. Ich werde es mit meinem Leben verteidigen, du Arsch. Mehr. Was soll ich mit meinem Leben verteidigen, Anna? Scheißegal, ob ich in einem Foul werde. Schade, dass es kein Golden Goal gibt. Oh, ich werde weiter angreifen. Das wäre es ja ein bisschen assi, wenn ich jetzt einfach hinten drin bleiben würde. Einfach nur ein Tor schießen. Brauche ich gar nicht hinten drin stehen. Schade. Wenn na. Beim nächsten Mal machst du es besser. Puh. Flanke? Gut gedacht, schlecht gemacht. Ein sehr schöner Pass. Lewandowski! So bei der Held, ja. Wenn jetzt nach diesem Eckballator fällt, dann ist das Spiel entschieden. Puh, nochmal sammeln. Götze! Komm! Tor! Gladikowski! Nochmal, komm! Angriff! Komm jetzt los! Weiter! Dranbleiben! Dranbleiben! So zerstört man das Angriffsspiel des Gegners! Gladikowski! Da freut sich der Trainer! Ach, Bender! Mann! Ich will eine Chance vereitelt! In mir selbst! Nein, vergiss es. Vergiss es. Ich hab doch gesagt, vergiss es. Ja, die gelbe Karte nehme ich in Kauf. Schön, Weinfeller. Alles gut. Wir haben Zeit. Weiter Wurf. Ne. So, das könnte jetzt die letzte Möglichkeit sein, um hier noch zum Ausgleich zu kommen. Götze. Lewandowski. Wir haben gewonnen, wir sind im Finale. 1-0. Wir sind im Finale. Oh, war das ein Spiel, ey. Halleluja, ey. Ja, ihr sagt es, ey. Puh. Jetzt wird's hart.
Also ich bin mal gespannt, gegen wen wir spielen dürfen. Oh, Wolfsburg oder Hamburg? Wir haben uns da durchgeschlagen, also wir haben uns das Finale auf jeden Fall verdient. Bayern erstmal verunsichern. Und dann gucke ich mal, ob das Spiel nicht schon gespielt wurde. Oh, wir müssen gegen Hamburg. Alles klar. Wir müssen gegen Hamburg spielen. Und das wird ein sehr interessantes Spiel. Ja, ich bin mal gespannt. Mal sehen. Puh. Wie sieht's eigentlich mit der Bundesliga aus? Vierter. Ja, Hamburg. Ja. Gut. Ja, es wird noch keine Doppelfolge werden. Mir fehlt jetzt einfach die Zeit dazu und ich bin noch müde. Ich gehe auch gleich ins Bett. Nachdem ich das hier fertig aufgenommen habe und die auch nochmal überprüft habe. Und dann rendere ich morgen den ganzen Tag lang wahrscheinlich. Es wird morgen witzig. Bis dahin. Tschüss.